Menschen nicht ernst, die Macht ausnutzen, Lärm unachtsam bei gewohnter Koordinierung. Nicht mal wirklich schauen, Abfertigung und im Zentrum steht. Die Wirtschaftlichkeit, alles einzutacken, Geräte auszulasten, was bleibt. Lähmung und ausgeliefert, denn sie wissen besser Bescheid über dich als du selbst. Und wenn du nicht mitspielst, fällst du in die Tiefe, sie wissen besser, was gut ist für dich. Sie haben studiert und du nicht. Die Geschwindigkeit wird hochgedreht, ja, dann kommst du auch nicht mehr mit. Die Geschwindigkeit wird hochgedreht, ja, dann kommst du auch nicht. Transparent und keiner ist verantwortlich und niemand ist da ansprechbar. Und in diesen Takt wirst du hineingedrückt. Keiner fragt, ob du das willst. Hey, das ist verrückt. Es ist halt notwendig, ob du es verstehst oder nicht. Notwendig vom Mensch zum Produkt und es lähmt. Schnell ein Vertrag. Passivität reingedrängt wie in einen Produktionsvertrag eingeengt. Wo kann ich nur handeln? Hauptsache irgendwas aktiv reagieren, kein Spielball. Wenn Menschen denken, sie müssen dir nicht zuhören, denn sie wissen es, geben dir das Gefühl zu stören, wenn du auch was sagen willst über dich. Hey, sie geben dir das Gefühl zu stören, wenn du auch was sagen willst über dich. Aber hey, du weißt doch am besten über dich Bescheid, keine andere Person, egal was sie sagen. Aber hey, du weißt doch am besten über dich Bescheid. Hey, du Mensch im weißen Kittel, halt inne, nur für dich ist diese Situation gewohnt. Schieß deine Arroganz auf den Mund. Es geht nicht um Zahlen und um Werte. Es geht nicht um Rennen und um Knete. Da ist ein Gegenüber, da geht nichts drüber. Öffne deine Ohren, am liebsten auch ein Stück deines Herzens. Ganz pathetisch. Das ist keine Fabrik, in der du vielleicht glaubst, Gesundheit wird produziert. Und so oft fabrizierte Lähmung, so oft nur teilrepariert, Menschen von sich selber entfernt. Und schnell wird verlernt zu hinterfragen und erst recht nicht nachzufühlt. Denn gearbeitet wird schneller, schneller abgekühlt, viel zu eingetaktet. Denn von oben wird getreten und wieder ist niemand verantwortlich. Zeit nur die eine Stelle zu beachten, nicht genug den ganzen Menschen zu beachten. Es steht nicht nur eine Leber vor dir und das ist so viel Überforderung. So schwer ist, wirklich zu schauen. Aber macht eine da nicht mehr mit und macht die andere da nicht mehr mit. Mehr Respekt, keine Normierung von Körpern. Diese Wertung macht krank. Hey, mehr Respekt, keine Normierung von Körpern. Diese Wertung macht krank. Hey, und du weißt doch am besten über dich Bescheid, egal was sie sagen, als Expertin für dich, keine andere Person. Hey, und du weißt doch am besten über dich Bescheid, als Expertin für dich, keine andere Person, egal was sie sagen, bei all dem, was einem immer eingeredet wird. Du weißt doch am besten über dich Bescheid.